Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ich versuche ja seit jetzt gefühlten zwei Folgen die Rakete zum Schweben zu bringen und ja, wir probieren es jetzt nochmal mit der. Ansonsten hätte ich noch eine Idee, eine bisschen andere Idee wie sonst. Die müssen wir dann gucken, ob die funktioniert. Start. A und D sind aktiviert. A. Oh, scheiße. Okay, das mit der Steuerung ist eine Katastrophe. Bessere Idee. Ich glaube, einige bessere Ideen, die hätte ich viel, viel früher machen müssen. Schauen wir uns mal das Ganze an. Das kann alles weg in dem Fall. Das kann auch weg. Der Tank. Richten wir das ganze Ding mittig aus. So. Der Tank muss um 180 Grad gedreht werden. So. Dann Rutschenteile. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Wenn nicht, dann kotze ich echt im Strahl. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oder nee, warte mal, probieren wir es mal mit dem halben Rohr. Und dann Kinetik, Drehgelenk. Kinetik, Drehgelenk. Ah, da muss ich dich einmal umdrehen. Nein, ah, doch, okay, passt schon. Oder haben wir dafür, warte mal, unter... Das wird wahrscheinlich hier genauso am Ende sein, von daher. Wir machen das einfach so und fertig aus. Da rein sollen jetzt die Triebwerke. Und ich habe keinen Plan, ob das funktionieren wird. Holy shit. Ah, scheiße, jetzt seid ihr auch noch falsch. Nee, warte mal. Dann brauchen wir noch einen Splitter. Es schaut jetzt leider nicht so cool aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es schaut noch einigermaßen etwas aus. Und jetzt ist der Trick dabei, dass wir hier sagen... Links wäre jetzt nach oben, rechts nach unten. Und hier soll es genau umgedreht sein. Bauen wir das Ding mal? Baue ein Tor ein. Ach so, Tor will er ja auch drin haben. Ja, wenn, dann schalte ich beide Triebwerke aus. Das ist wohl klar. Das wird so wurscht, wie ich das hier einbaue. Du wirst ausgelöst durch C. Bauen. Wow. Das hat voll funktioniert und so. Scheiße. Ich glaube, die ist die richtige. Ich
ich würde vielleicht doch halt eher. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn für Rutschenteile? Dich anstatt da rein. Genau. Nein, ah. Jetzt machen wir nur noch Blödsinn. Der Teil kann auch weg. Wenn ich jetzt. Nein! Wo ist der Zurück-Button? Wo ist der. Oh, nö. Sag nicht, das ist jetzt. Teilweise tut Dummheit weh. Und richtig. So, okay. Kinetik. Das Teil muss nach. Rutsche. Wo ist das blöde Rutschenteil von gerade eben so? Booster dran. Triebwerk. Triebwerk. Jetzt hätte ich bei einem Booster reingebaut. Ich glaube, sie kommen. So, okay. Auswählen. Strength C. Einmal drehen komplett. Wow, jetzt hat er alles. Dankeschön. So. Jetzt können wir alles verkabeln wieder. So, okay. Du kriegst von mir WS. Und du kriegst von mir SW. Bauen. Zum Start. Und dann war's C. Okay. Okay, warte. Was ist jetzt hier passiert? Warum ist der Druck auf der einen Seite woanders hingeflogen wie auf der anderen? Kann ich das sonst so anbringen? Aha, schau an. Und wieso ist das jetzt? Wegen einem Umsteller oder was? Ja, wir tun auch mal dich hier noch ein bisschen neu platzieren. Und dann bauen wir dich. Start. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Geil, zurück zur Konstruktion. Ah, ich liebe es. So, umdrehen. Survival. Okay, und dann wollen wir eine Verbindung noch da. Und dann probieren wir es nochmal. Deswegen erst vom Start checken, ob alle Gelenke funktionieren, wie sie sollen.
Fuck, zu tief. Okay. Okay, die Idee ist nicht schlecht. Die Idee ist echt nicht schlecht. Zurück zur Konstruktion. Ich will jetzt noch Fins unten an der Rutsche selber anbringen. Wir nehmen die aggressiven Fins hierbei. Und ich hoffe, dass somit sozusagen das ganze Ding noch ein bisschen besser fliegt. Ich muss ja nur die Steuerung ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen, dann hat sich das alles. Ah, nee, C war's. Okay. Das war unerwartet. Was hat's jetzt geschafft? Okay, Mini-Adjustierung wieder. Start. C. Gerade eben ist es so gut geflogen. Jetzt habe ich die blöden Fins hinzugefügt und jetzt fliegt scheiße. Warum? Okay, ich hab's verstanden. Die Fins gehen wieder raus. Ich hab's verstanden. Ich muss 20 Sekunden hovern. Wie soll denn das funktionieren? Ah, warte mal. Vielleicht sollten wir... dich mal ein bisschen höher platzieren. Dich ausdrehen. Und dann die Rutsche sozusagen auf den Grundpodest stellen. Vielleicht ist das das Startproblem einfach. Dass er ungerade gestartet ist jetzt. Okay, jetzt geht mir in die andere Richtung. Geil. Aha. Neuer Versuch, okay, gucken wir mal. Scheiße! Oh. Wie lang sind 20 Sekunden, bitte? How? Was? Wie? Wie lange sind 20 Sekunden? Das ist jetzt die Frage, die wir herausfinden wollen, und dafür brauche ich jetzt meine Uhr und meinen Timer. Timer, okay. Zurück zum Startversuch. Leertaste. Let's go. Ah ne, warte mal. Yes! Geschafft! Alter! Okay, es hat funktioniert. Und es war echt die Klappenvariante, ich glaub's nicht. Alter, Schwebekatze, Wissenschaft, kontrolliert und was auch immer pulsiert heißt und absolut symmetrisch. Das Ding zu fliegen war ja jetzt... Das war anstrengend. Kombination cool und clever.
Fortsetzen, okay. Brillant. Du musst aufhören, was? Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten. Du hast all diese Herausforderungen absolviert. Du scheinst fast süchtig danach zu sein. Bin ich nicht? Hä, wieso das? Ich verstehe, dass es dich ist. Aber es geht echt zu weit, zu hoch. Vielleicht. Du setzt dein Leben und deinen Verstand aufs Spiel. Also betrachte das hier als Intervention und ich gebe dir das hier ein Stoppschild. Danke. Ich hoffe, du nimmst diese Botschaft ernst. All deine Freunde machen sich richtig Sorgen um dich. Was? Haha, reingelegt. Ich brauche nur eine Ausrede, um das Geschenk in Szene zu setzen. Du sollst natürlich nicht aufhören, Raketen zu bauen. Aha, es sollte nur ein neues Teil geben. So, Seile. Gibt uns eine normale Spitze. Ach komm, ein bisschen mehr noch. Raketensteuerung. Das alles? Newton wäre stolz auf dich? Wahnsinn. Wuhu. Jetzt haben wir nur noch den Satellitenstart. Scheiße, okay. Ja, dann wird es wohl für die nächste Folge spannend bleiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.